So, wir sind jetzt hier in Kiefersfelden und wollen uns noch eine Vignette kaufen für Österreich. Und dann geht's ab nach Innsbruck über den Brenner. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Wir sind jetzt angekommen in Seis am Schlern. Cassie ist natürlich ganz aufgeregt, weil hier etwas mehr Schnee liegt als bei uns und will jetzt schon mal loswandern. Wir versuchen mal auf die Seiser Alm zu laufen. Es ist jetzt schon recht spät geworden, mal gucken, ob wir es schaffen. Auf jeden Fall ist das Wetter herrlich. Wenn man mal nicht aufpasst, dann geht der Hund baden. So, da haben wir schon mal einen schönen Ausblick auf der Hälfte jetzt hier. Und da oben, tada, der Schlern. Die Seiser Alm, wo wir jetzt hin wollen, ist die größte Hochalm Europas. Jetzt sind wir auf der Seiser Alm. Hier ist natürlich ein riesiges Skigebiet. Da oben ist der Schlern. Ich denke nicht, dass wir dort jetzt hochkommen. Im Sommer ist das super da oben. Ja, ansonsten der normale Skizirkus hier. Die Seiser Alm. Sie ist 56 Quadratkilometer groß. Und ist von 1680 Meter bis 2350 Meter über den Meeresspiegel. An dieser Seite grenzen der Schlern, die Rotatspitze und die Rosszähne. Und hier geht's zum Puflatsch. Der Ort hier unten, das ist der Kompatsch. Der größte erschlossene Ort hier auf der Seiser Alm. Hier sind Busse, Gondelbahnen. Man kann auch mit dem Auto hoch, allerdings nur vor 9 und nach 17 Uhr. Ansonsten ist diese Straße gesperrt. Der Schlern. Der ist 2563 Meter hoch und dort oben, dort ist eine Hochebene. Also man kann da bequem drauf spazieren. Da ist jetzt nicht so ein Gebirgskamm, der so eher dreieckig ist, sondern das ist eine gerade Fläche, die ziemlich breit ist. Also man kann da schön oben drauf wandern. Ich habe es schon probiert. Und früher wurde das auch zu Weidezwecken genutzt und ich meine mich zu erinnern, vor 2 Jahren, als ich dort oben war, dort auch Kühe gesehen zu haben. Schaut euch doch mal diese Aussicht an. Herrlich, oder? Wie der Schnee glitzert. Und der blaue Himmel dazu. So schön. Ich musste mich jetzt schon ausziehen, weil es extrem warm ist. Ich hatte mich extra dick angezogen, weil auf dem Monte Baldo, da war es ja echt kalt und windig oben. Und jetzt habe ich schon eine Hose ausgezogen, habe nur noch die Softshell-Hose an und eine Pants runter. Und hier nur noch ein dünner Skipulli. Und die Daunenjacke, die Skijacke und die Fleecejacke habe ich alles schon ausgezogen. Und es ist echt warm. Man kann von der Seiser Alm hier so schräg hochgehen und dann quer über den ganzen Schlern wandern.
Es ist so hell. Unglaublich. Kleiner Tipp. Wenn ihr auch so eine Trinkblase habt, holt euch so ein Winterkit. Das ist so wie so ein, wie so eine Schutzhülle. Und da gefriert euch, wenn es Minusgrade sein sollten, hier nun gerade nicht, aber normalerweise, wenn es kalt ist, gefriert ja das Wasser oder das Getränk im Schlauch. Und mit diesem Winterkit gefriert es nicht. Nur mal so als kleinen Tipp von mir. So, hier machen wir jetzt unsere Mittagspause. Herrliche Umgebung. Der Himmel ist heute extrem blau. Zuerst mal heißes Wasser machen. Und da ich nicht meine ganze Trinkblase leer machen möchte, außerdem dauert das ewig, bis die leer gelaufen ist, schmelze ich mir Schnee, koche das Wasser ab und habe auch Wasser und muss nicht so viel tragen. Heute gibt es Brötchen mit Peanut Butter, Cappuccino, Milka-Schokolade. Oh, Werbung darf ich ja nicht machen. Also Schokolade und 5 Minuten Terrine Gulaschtopf. Und Wiener Würstchen. Noch von zu Hause. Ich wollte euch noch was zeigen. Besser gesagt, hören lassen. Hört mal. Was hört ihr? Cool, oder? Eine schöne Winterwanderung. Man muss aufpassen, dass man nicht so weit im Abseits hier läuft, denn ist man plötzlich bis zum Knie verschwunden. Kann man das sehen? Also immer schön auf den Wegen bleiben. Jetzt wird's langsam Nachmittag und es zieht sich zu. Man sieht gar nicht mehr die andere Seite der Dolomiten. Und der Wind hat auch zugenommen. Noch einmal diesen schönen Ausblick von der Seiser Alm. Wir wollen uns jetzt von hier verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, die ich auch in Zukunft noch drehen werde, dann abonniert meinen Kanal. Bye! Jetzt sind wir wieder unten. Von dort oben sind wir gekommen. Dort sind noch die Gondeln. Ach so, und was ich noch sagen wollte, wenn ihr wissen wollt, was das alles gekostet hat, Lift-Tickets und so weiter, ich packe das unten in die Infobox mit rein.